Jetzt freue ich mich sehr auf das nächste Panel mit drei tollen Frauen. Das Panel heißt Deutsch, aber mit Migrationshintergrund, mit einem großen Aber. Und es wird auch darum gehen, warum ist das ein Aber und was hat es eigentlich mit diesem Begriff auf sich, den, wie Peggy im Panel davor auch schon gesagt hat, ein Marker ist, eine Kategorie ist, der auf Menschen, die auf Menschen angewendet wird, wo Menschen mit markiert werden, die hier geboren sind oder auch nicht, bis in mehrere Generationen zurück. Und darüber wollen wir jetzt heute sprechen. Und ich begrüße ganz herzlich Clementine Evokolo-Burnley, die heute die dieses Panel jetzt moderieren wird. Und Thylin Dumann, herzlich willkommen. Und ich begrüße Stephanie Laya Aukongo. Und schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr und übergebe jetzt das Wort an Clementine. Hallo, ich bin sehr, sehr froh und ein bisschen nervös auch. Ich wollte anfangen, langsam, mit ganz vielen Pausen. Mich bei den Organisatorinnen alle zu bedanken. Gestern bin ich zu Hause gegangen. Ich hätte das Glück, so viele Geschichten zu hören, Erfahrungen von ganz, ganz vielen Menschen zuzuhören. Ich habe mich bereichert gefühlt. Ich war berührt, inspiriert. Ich war wütend, traurig. Ich hatte ganz, ganz viele Emotionen in mich, die ich spüren könnte. Die haben nachgewirkt. Das ganze Nacht in mich. Und jetzt bin ich hier, gestärkt von euch alle. Danke. Was ich machen würde, ich würde mich vorstellen. Und dann würde ich Thylin und Laya einladen, sich vorzustellen. Dann würde ich ein paar Worte sagen über unser Format, was wir hier machen, was wir von euch brauchen und was wir euch geben können. Also, dann zuerst über mich. Das ist ein bisschen meine Geschichte. Es heißt, dass ich aus Afrika migriert bin. So wie alle 7 Billionen Menschen auf der Erde. Das hat mich markiert. Also ich will ein bisschen über meine Erfahrungen, über meine Familie erzählen. Ich bin aus Kamerun gekommen, eine ehemalige deutsche Kolonie. Es heißt, ich bin aus meinem Mutterland gekommen, in mein Vaterland. Also, Kamerun existiert seit knapp 60 Jahren. Und Deutschland in dieser Form vielleicht doppelt so lang, gar nicht so lang.
Es heißt, ich habe etwas hinter mich. Deutschland auch. Also, ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo meine beiden Eltern Feministinnen waren. Meine Mutter war Lehrerin. Ich blicke zurück an mein Elternhaus und vor mich an meine Kinder, weil ich 3 Töchter habe, die deutsch sind. Ich habe seit 2010 in Deutschland gewohnt und gearbeitet. Ich bin ein Mensch, der schreibt. Ich schreibe Gedichte, Kurzgeschichten. Ich schreibe an einen Roman. Und warum schreibe ich? Ich denke, weil mit Menschen zu kommunizieren, ist meine Leidenschaft, das ist mein Ding. Ich kann das machen. Ich bin nicht dafür bezahlt. Es heißt, ich bin ein Mensch, der arbeitet, auch Geld zu verdienen. Seit 2010 arbeite ich und lebe ich in Berlin. Vorher habe ich in Italien 40 Jahre gewohnt. Ich habe auch da gearbeitet. Ich habe Italienisch gelernt. Davor war ich in Großbritannien. Da habe ich studiert Anglistik, Linguistik. Und da habe ich etwas ganz Wichtiges gehabt, einen europäischen Pass. Dieser Passpanzer, der mich die Grenzen geöffnet hat von Europa. Das ist ganz viel Geld wert, dieser Pass. Also, soweit zu mich. Ich denke, was ich bin, als Einzelmensch nicht so wichtig ist, als was wir hier zusammen sind und sein können. Es heißt eine Generations-, Community-, Nations-, übergreifende Gespräch, der in sich Widerstand ist. Also, dann würde ich ein paar Bilder da zeigen von Menschen, die in Deutschland gelebt haben, aus Afrika. Dieser Mann in einer preußischen Uniform, 1900. Der andere in Deutschland gestorben, aus Kamerun. Die haben seinen Namen falsch buchstabiert. Okay, es heißt, wir sind hier seit ganz, ganz lang. Und was in dieser Zeit hat sich geändert?
Also ich gebe das Wort über an Laia, einfach weil ich die PowerPoint-Slide da habe, die sie ein bisschen unterstützt. Laia au Kongo. Danke, Clementine. Dankeschön. Ich möchte das Panel mit einem Gedicht beginnen, was, glaube ich, meine Geschichte ein bisschen einleiten wird. Als ich nach Deutschland kam, steckten Granatsplitter in meinem ganzen Körper. Hunderte, klitzekleine. Als ich nach Deutschland kam, war es nicht klar, ob das Wasser, in dem ich lebte, sicherer war als das, was danach folgen sollte. Als ich nach Deutschland kam, waren meine Kindheitsfarben nicht orange, gelb oder lila. Meine waren Navy, Camouflage und Ärztinnenweiß. Als ich nach Deutschland kam, trug ich schon koloniales Wissen in mir und verborgenes schwarzes Wissen meiner Ahnen grub ich Stück für Stück für Stück aus meinem Herzen. Als ich nach Deutschland kam, waren sich Fachärztinnen einig und sicher, dass ich schon genug gelebt hatte und mehr von mir nicht zu erwarten ist. Als ich nach Deutschland kam, war ich dem Tod näher als dem Leben. Als ich nach Deutschland kam, hatte ich im Bauch meiner Mutter schon so viel gesehen, dass nur noch Gesang und Tanz und Schreibkunst und Fotografie meine Seele heilen konnten, können. Als ich nach Deutschland kam, war ich im Bauch meiner Mutter. Als ich nach Deutschland kam, waren es Monate nach dem Anschlag von Kasinga 1978. Als ich nach Deutschland kam, war ich beseelt von Begegnungen wie diesen heute hier. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Ich möchte mich natürlich eh später vergessen bei all den Bedanken, die mich hier eingeladen haben, die das organisieren. Danke an Clementine, danke an dich. Großartig, falls ich es später vergessen sollte. Ich freue mich wirklich sehr, heute hier zu sein und meine Geschichte mit euch zu teilen. Jede Geschichte sollte erzählt werden, jede Geschichte ist besonders und ich finde es großartig, dass wir heute hier zusammengekommen sind und ich wünsche mir von euch, wenn ich das so sagen kann, ich duze euch einfach, wir sind Schwestern, Sternchen. Ich wünsche mir von euch Emotionen. Schnipst, wenn ihr das Gefühl habt, hey, das spüre ich. Sagt, ja, das habe ich auch erlebt, wenn ihr sozusagen euch da irgendwo wiederfindet. Seid emotional, lasst uns emotional sein und unsere Emotionalität als Stärke sehen. Ja, danke. Meine Geschichte beginnt 1978, wie das Gedicht schrieb. Wahrscheinlich fing meine Geschichte schon viel, viel früher an. Ich bin das Kind von Eltern, die um unabhängig... Oh nein, nein, das ist... Oh nein, okay, ich gebe mir ganz doll Mühe, Entschuldigung. Okay, ich bin das Kind, was 1978 aus Eltern stammt, die sozusagen um ihre Unabhängigkeit, um ihre Freiheit kämpften. Und ich bin unmittelbar mit dem Kasinga von dem Attentat in Kasinga betroffen, weil meine Mutter mit mir schwanger war und dort angeschossen wurde. Und in diesem Flüchtlingslager, in dem sie dort lebte, gehörte sie zu den wenigen Überlebenden. An dem Tag sind über 1000 Menschen gestorben
Und sie gehörte zu den Ersten, die dort ausreisen konnte. Und sie kam in die DDR. Und ich habe eine Ostsozialisation. Und ich kam in ein Land, was eigentlich gar nicht, was einfach nur wollte, dass Menschen, die dort um die Unabhängigkeit kämpften, dass denen geholfen wird und dass Namibia aus dem weißen, südafrikanischen, rassistischen, kolonialen und System irgendwie raus können. Und da beginnt es. Meine Mutter gehört zu den ersten 20, die hier in Berlin ankamen. Sie war jung, sie war 16 Jahre und hatte so viel Trauma gesehen, so viel Camouflage, so viel Blut, dass sie einfach gar nicht wusste, was sie mit diesem Kind sollte, was in ihrem Bauch lag. Und ich bin hier geboren in einem Land, was eigentlich erst einmal sicher war für mich. Und trotzdem war es klar, irgendwas ist nicht sicher für mich. Und ich habe letztendlich in einer weißen Familie gelebt, in der DDR, wo es um mich herum keine schwarzen Kinder gab. Wenn ich sie kannte, dann kannte ich sie aus Liedern, die ich nicht wiederholen möchte. Wenn ich sie sah, dann erlebte ich eigentlich, war ich genauso voller Unbehagen und mein Deutsch, ich fragte mich, mein Namibisch, mein Deutsch, was ist das eigentlich? Und es gab eine einzige Frauenzeitschrift in der DDR, wo es jemals ein schwarzes Kind und eine schwarze Frau drauf geschafft haben. Und das war die Geschichte von meiner Mutter und ich. Und es klingt erstmal sehr romantisch und schön, aber diese Geschichte sollte erzählt werden, damit der Staat, dass die Leute in dem Staat erfahren, dass hier ein Mädchen wohnt, was eigentlich gar nicht hergehört, was gar nicht bleiben sollte. Ich lebte 15 Jahre ohne einen Pass überhaupt. Ich war staatenlos offiziell und habe erst später nach der Wende überhaupt einen namibischen, dann deutschen Pass gehabt und fragte mich dabei immer, wer bin ich hier, wenn ich eigentlich nicht hier sein darf? Wer bin ich, wenn ich eigentlich dorthin gehören sollte? Und obwohl ich in einer liebenden Familie lebte, war es trotzdem immer so, dass ich mein Gefühl hier zu sein, sich immer wieder voller Fragen mischte und ich mich eigentlich immer fragte, wer bin ich und wie kann ich sein? Und bestimmt hast du eine Frage oder keine Frage. Bestimmt soll ich jetzt gleich aufhören zu reden. Gut. Danke sehr. Also, ich würde eine Frage später haben. Aber jetzt möchte ich ganz gerne Tülin bedanken für dein Geduld und dich fragen oder einladen, dich vorzustellen. Ja, ich habe ein großes Herz für Übersetzerinnen, weil ich selber lange, lange Jahre übersetzt habe. Die machen eine großartige Arbeit. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Also simultan übersetzen ist, denke ich, auch aus meiner Erfahrung einer der schwierigsten Aufgaben überhaupt. Ich werde langsam reden und ich werde auch darauf achten. Die Anfrage zu der Konferenz, ob ich teilnehmen kann und Zeit habe, hat mich in Kolumbien erreicht. Ich war dort eingeladen für so eine Vortragsreihe und für verschiedene Veranstaltungen. Und das war interessant, weil ich auf einmal in einem Kontext war, wo das Deutschsein aus Deutschlandsein permanent Thema war. Ich habe nicht lange nachgedacht, im Kalender geguckt und auch schnell zugesagt,
weil ich die Arbeit von International Women's Space sehr schätze und respektiere und gerne natürlich auch unterstütze. Ihr habt alle bei der Anmeldung so eine Mappe bekommen. Da sind auch Bilder von uns allen und unsere Lebensläufe. Also das sind natürlich Ausschnitte. Und ich will auch gar nicht mich jetzt beruflich vorstellen, weil das spielt, denke ich, heute auch nicht unbedingt eine große Rolle. Ich werde, glaube ich, auch zum ersten Mal mich richtig persönlich vorstellen, was ich immer bislang vermieden habe, weil persönliche Geschichten und Erfahrungen sind selbstverständlich sehr wichtig, aber in meiner politischen Arbeit habe ich immer die gemeinsamen Nenner gesucht und nicht aus purer Betroffenheit Sachen gemacht, sondern für verschiedene Identitäten oder für verschiedene Kämpfe mich eingesetzt. Und da hat es für mich auch nie eine Rolle gespielt, wer woher kommt, wer welchen Hintergrund hat, aus welchem Land stammt, welchen Pass hat. Aber diesem Aber zu erklären, ist es wichtig, euch ein paar Ausschnitte aus meinem Leben zu geben. Ich bin in Deutschland geboren, in Nordrhein-Westfalen, in einer kleinen Stadt namens Siegen, auch 1978. Und ich bin in Deutschland aufgewachsen, aber bis zu einem Zeitpunkt, das waren Ende der 80er, wo meine Eltern etwas verunsichert waren nach der rassistischen Welle und Richtung Wiedervereinigung, sich gefragt haben, ob das überhaupt eine gute Idee ist, so lange hier zu bleiben mit allen Kindern. Dazu aber ganz kurz nochmal, weil die Konferenz heißt ja, als ich nach Deutschland kam, ich bin ja nicht gekommen, meine Eltern sind gekommen. Mein Vater ist 1963 nach Deutschland gekommen und ist eigentlich seinem Traum nachgegangen. Er wollte studieren, er wollte Maschinenbau studieren und dann hat er das hier gemacht, indem er in dieser Welle mit dem Abkommen die Chance genutzt hat und sowohl studiert als auch gearbeitet hat. Dadurch, dass er studieren musste oder wegen seinem Studium natürlich auch schnell Deutsch lernen musste, war er eigentlich kurze Zeit später einer der ersten Übersetzer für Türkisch-Deutsch und für Arabisch-Deutsch. Weshalb Arabisch? Meine Eltern kommen zwar aus der Türkei, sind aber ethnisch keine Türken. Sie kommen aus einer Stadt, die an der syrischen Grenze liegt, namens Antiochia. Und sie haben beide die arabische Muttersprache. Und sie gehören auch nicht zu der Mehrheitskonfession in der Türkei, sind Aleviten, sind so gesehen in der Türkei sowohl ethnisch als auch religiös eine Minderheit. Das hat aber bei der Migration von meinem Vater keine Rolle gespielt. Aber später bei unserem Aufwachsen hat das auf jeden Fall eine sehr große Rolle gespielt. Ich gehe zurück zu Ende der 80er. Da kam dann die Idee, lieber weg, und zwar zurück in die Türkei. Die haben das durchgezogen, allerdings halbherzig, weil irgendwie wollten sie bleiben, aber die Unsicherheiten waren sehr groß und vor allem damals in Nordrhein-Westfalen, hier gibt es sicherlich ganz viele, die aus der Ecke kommen, war die Stimmung auch echt nicht gut.
Wir als Kinder haben das nur zum Teil mitbekommen, aber das Fremdsein, die Zuschreibungen, ihr seid ja nicht deutsch, ihr seid was auch immer, immer so ein Fragezeichen, hat bei allen und bei mir und bei meinen Geschwistern natürlich eine große Rolle gespielt, obwohl wir alle ein sehr für deutsche Verhältnisse gewöhnliches Aufwachsen hatten, mit 3 Jahren in den Kindergarten gehen, dann später in die Grundschule und eigentlich im Sportverein sein, Turnen gehen oder sonst was. Aber klar, es gibt immer diese Wahrnehmung. Und ich war auch sowohl im Kindergarten als auch in der Grundschule nur gemeinsam mit meinen Geschwistern die einzigen Nicht-Deutschen. In der Türkei, zu dem Kapitel möchte ich jetzt nicht sehr lange reden, aber ich habe dann auch dort natürlich eine weitere Sozialisation erlebt und später eigentlich die wichtigste Zeit meines Lebens in Istanbul verbracht, wo ich auch studiert habe und wo ich politisch aktiv war. Jahre später wieder, und zwar sind das jetzt wieder 15 Jahre her, bin ich nach Berlin und seitdem bin ich auch permanent hier. Ich habe eine etwas durcheinandere Geschichte. In der Türkei werde ich dann natürlich auch als eine Person aus Deutschland, also eine Almanje, diese Deutschländer, so verstanden. Hier wiederum gibt es natürlich verschiedene Zuschreibungen, Wahrnehmungen, Annahmen und natürlich Ausgrenzungen. Und das ist sicherlich heute unser Thema. Ich freue mich, dass wir heute auch ins Gespräch kommen. Und ich freue mich auch auf eure Beiträge oder auch Fragen, selbstverständlich. Wir haben vorhin auch gesprochen, wie wir das alles gestalten. Und Clementine hat sich da schöne Gedanken gemacht. Wir machen da alle gerne mit. Und ich gebe zurück an dich das Wort. Danke sehr. Also, unsere erste Runde beginnt mit dieser Frage von Deutschsein. Und diese Aber, der folgt immer für Menschen, die ins Frage gestellt werden sollen. Also, da wollte ich ein bisschen reagieren. Tülin, du hast deine Kindheit, dieser Wechsel zwischen Deutschland und der Türkei genannt. Das erinnert mich an meine ständiges Wechsel zwischen Kamerun und Deutschland. Mehrer. Ah, okay. Danke. Es heißt, ich bin der erste Generation und meine Töchter die zweite Generation. Und es gibt einen Grund, warum wir über Deutschsein hier jetzt reden. Auch wenn wir diesen Migrationshintergrund nicht ganz groß heben wollen.
Wir reden, weil wir verschiedene Erfahrungen machen, wir verschiedene Zugang haben. Als Menschen, die markiert werden mit dieser Frage von Identität. Es heißt, meine erste Frage wäre dann, warum überhaupt nach deiner Meinung, Tülin, reden wir über Deutschsein? Warum wir hier heute über Deutschsein reden, ist, glaube ich, natürlich ein Aspekt. Aber deine Frage verstehe ich eher, wieso überhaupt über Deutschsein so viel gesprochen wird und was das überhaupt ist. Frage ich mich auch die ganze Zeit, was das sein soll. Ja, also um ehrlich zuzugeben, ich rede auch nicht sehr gerne darüber, aber wir sind ja jetzt eher im politischen Kontext damit beschäftigt. Weshalb darüber gesprochen wird, hat gerade, ich rede von dem jetzigen Zeitpunkt 2017, nochmal mit einer vielleicht auch neuen Welle zu tun, beziehungsweise auch der neuen Migration, die einige Verhältnisse durcheinander gebracht hat. Ich finde im Positiven, ganz egal, wie die gesamte Wahrnehmung ist, weil wir hier von einer Migrationsgeschichte lange gesprochen und erzählt haben, zum Beispiel, wenn es um die deutsch-türkische Beziehung geht, von 50 Jahren. Du hast vorhin Bilder gezeigt, die noch länger in der Vergangenheit liegen. Und da haben sich bestimmte Rollen schon irgendwie verteilt. Da sind Dinge erklärt worden oder nicht erklärt worden. Aber es hatte für mich in den 2000er Jahren dann so einen Charakter gewonnen, wo ich wirklich nicht mehr folgen konnte, worüber überhaupt gesprochen wird. Also deutsch sein, nicht so deutsch sein, Identitäten, das alles natürlich in einem Wandel. Aber jetzt, seit der neuen Migrationswelle nach Deutschland oder nach Europa, sind die Verhältnisse komplett anders. Weil jetzt nicht mehr eine Migrantin ist, sondern es muss jetzt auch erklärt werden, in welcher Kategorie. Ist schon lange hier, ist gerade erst angekommen, ist geflüchtet, ist nicht geflüchtet, ist gebildet, ist, also es werden ganz viele neue Markierungen gemacht, sowohl von der Mehrheitsgesellschaft als auch untereinander. Es gibt viele Menschen, die neu hier sind, hierher kommen und sich sofort erstmal von den anderen abgrenzen, indem sie auf ihrem Bildungsstand, auf ihrem, weiß ich nicht, akademischen Titel, auf ihre Kunst, auf ihr sonst was, sich beziehen, um zu sagen, ich bin zwar eine Migrantin oder zugezogene Geflüchtete, aber ich bin anders. Und das ist genau das, was die Mehrheitsgesellschaft ich finde, tagtäglich fast provoziert und auch fördert ein gewisses Konkurrenzverhalten untereinander, um dann irgendwie zu sagen, ja, wer sind denn jetzt die neuen Deutschen, wer sind die neuen Geflüchteten, die mit Frau Merkel posieren und das Land über alles lieben. Und es sind so viele verschiedene Facetten und es ist eine komplette Instrumentalisierung von unseren Geschichten. Weil
Ja, weil wir, weil ich rede jetzt wir als hier, die alle in diesem Raum sitzen, in meiner Annahme was teilen. Und zwar nicht sowas wie von der Mehrheitsgesellschaft gesetzte Ziele erreichen und da ankommen, wo sie uns haben wollen. Das ist nicht unser Ziel. Wir haben ganz andere Ziele, wir haben ganz andere Verständnisse, wir haben ganz andere Erfahrungen. Und das ist gerade, finde ich, die neue Debatte von Deutschsein. Weil zu einer neu zugezogenen Person werde ich nicht gegenüber sitzen und sagen, ich bin Deutsche, ich bin hier geboren, ich habe einen deutschen Pass. Nein, auch wenn unsere Geschichten unterschiedliche sind, ich bin genauso wenig deutsch wie Sie. Und wir werden beide nicht da ankommen, wo wir irgendwie hinrennen sollen. Also gibt es einen Weg. Wir müssen uns verbünden. Und zwar jetzt nicht gegen künstlich kreierte Feinde. Das gibt es nicht. Aber wir wollen alle ein Leben mit Würde. Wir wollen alle Respekt genießen und wir wollen nicht tagtäglich attackiert, diskriminiert und ausgegrenzt werden. Deswegen brauchen wir unsere Bündnisse. Und in diesem Bündnisverständnis ist Deutschsein erstmal für mich überhaupt kein Kriterium. Daher, wenn wir heute darüber sprechen, ist es auch vielleicht gut, dieser Aber, also Deutsch Aber, also diese Aber unterstreichen und in dem Aber zusammenzukommen vielleicht. Weil das ist der einzige Weg. Ich habe auf dem Weg hierher auch immer wieder überlegt, die ganzen Bezeichnungen. Also es gibt einmal die Bezeichnung von Deutsch, aber das reicht ja dann jetzt nicht. Ich habe ja auch den deutschen Pass, ich bin ja auch hier geboren. Also heißt es dann Deutsch-Deutsch oder Bio-Deutsch oder keine Ahnung. Es gibt seltsame Bezeichnungen auf jeden Fall. Und dann die Abgrenzung zu du, also ich, du bist eine Person mit Migrationshintergrund. Trifft erstmal ja zu, aber zu meiner späteren Geschichte. Also ich bin ja zweite Generation. Dann wird das auch verwendet, Person mit Migrationsgeschichte oder Erfahrung. Sind alles korrekte Bezeichnungen. Ich zähle die nur auf, um zu zeigen, das sind nicht Bezeichnungen, die uns alle hier umfassen. Oder wenn dann auf einmal gesagt wird, ich bin eine Deutsch-Türkin. Ich bin keine Deutsch-Türkin. Ich bin aber auch keine Deutsch-Araberin. Ich bin auch keine Deutsch-Kurdin. Also die ethnischen Zugehörigkeiten, die sind selbstverständlich wichtig, aber als Fremdbezeichnung für uns ist es nicht, was wir bevorzugen können. Ich musste sehr, sehr, sehr oft in meinem Leben nach Interviews oder bei Vorträgen das immer korrigieren, wenn ich so vorgestellt wurde. Wenn die dann irgendwie mich so vorgestellt haben, Tülin Duman, Deutsch-Türkin aus Berlin. Da denke ich, trifft alles irgendwie nicht zu. Aber in dieser Bezeichnung gibt es mittlerweile auch was Menschen positiv finden, sowas wie angekommen zu sein. Auch die Bezeichnung von Neudeutsch ist selbstverständlich auch positiv. Aber es hat alles mit einer politischen Haltung zu tun. Und deswegen, Deutschsein ist nicht mein Ziel, war nie mein Ziel. Ich bin zufällig hier geboren und ich muss mich jetzt die ganze Zeit auch aussetzen. Und die ganzen Fragen beantworten, wo ich eigentlich herkomme, wo ich ursprünglich herkomme.
Und das ist alles, das ich am Anfang gesagt habe, im Ausland lustig. Wenn die in Kolumbien mich fragen, wo kommst du her? Dann sage ich Deutschland. Und dann sagen die, nein, auf keinen Fall. Ich verstehe, was die da meinen, aber es ist nur in solchen Kontexten selbstverständlich leichter anzunehmen. Aber hier jeden Tag diese Frage zu beantworten oder überhaupt damit beschäftigt zu werden, eher belästigt zu werden, ist ein bisschen mühselig. Umso wichtiger sind solche Kontexte wie hier, wo es nicht eine Rolle spielt. Weil ich sehe hier ganz viele Gesichter, ich kenne auch viele, aber es ist mir überhaupt nicht wichtig, wer aus welchem Land, welcher Region kommt, welchen Pass hat. Entweder verbindet uns hier eine Idee, ein Ziel, ein Kampf oder nicht, aber ich würde niemanden irgendwie jetzt dann mit solchen Fragen konfrontieren. Geschichten kommen von sich und können auch, so wie du das machst, auch poetisch erzählt werden. Und umso schöner ist, dass du auch hier bist. Ich setze hier mal einen Punkt, weil du kannst auf jeden Fall, nein, fortsetzen. Wir haben vorhin natürlich auch gesprochen, ich im Westen, du im Osten, mit welchen Fragen und mit welchen Fremdbezeichnungen wir konfrontiert wurden. Vielleicht hast du da interessante Anekdote aus deinem Leben. Danke. Ja, die Frage nach Deutsch sein, ach, ich finde ja, das ist irgendwie mehr als nur Rosenkohl und Klöße. Und für mich ist das einfach eine Frage von Menschlichkeit, Menschenwürde, Grundbedürfnisse. Und für mich ist es letztendlich Fluch und Segen, ein Privileg, was ich habe, mit der Tatsache, dass ich diesen Pass habe, geht natürlich damit einher, dass ich einfach Privilegien habe und ich nutze die, indem ich meinen Mund aufmache, indem ich Menschen begegnen lasse und mich begegne und Geschichten höre und meine Kunst nutze, um Geschichten zu erzählen, um da drin halt die Realitäten, die ich erlebe, aufzumachen als intersektionelle Person, die ich bin. Und ich habe mein Deutschsein, ich finde es irgendwie sehr spannend, mich zu fragen, ich habe diese weiße Geschichte inhalieren müssen vom ersten Tag an, wo ich hier geboren bin und diese verdrehte Geschichte, diese Geschichte von Vorherrschaft, ich habe gelernt, was es bedeutet, wo sie in Urlaub fahren, wie sie sprechen, was sie unter den Teppich kehren, welche Geschichten wie erzählt werden, wer verschwiegen wird und wer nicht. Und ich versuche irgendwie mit meiner Person, die ich hier bin, die irgendwie aneckt in diesem System, einfach da zu sein und präsent zu sein und immer wieder auch zu fragen, Fragen stellen. Also für mich bedeutet dieses Privileg, in Deutschland sozialisiert worden zu sein, ein Privileg, was ich nutze, um Fragen zu stellen, um Leute immer wieder darauf anzusprechen, von was redest du eigentlich, was ist deine Geschichte und darin eben auch zu erfahren, was die Lebensrealitäten sind und eigentlich, wenn wir uns den Globus angucken, seht ihr da irgendwelche Grenzen, seht ihr da irgendwas, wem was gehört und deswegen ist es für mich eher so eine Frage von, das ist ein politisches Instrument in Deutschland, also dass es irgendwie wichtig ist, dass Menschen irgendwo sein müssen und dürfen auch, aber und gleichzeitig wünsche ich mir sehr, sehr, dass wir eigentlich Menschlichkeit und Begegnung möglich werden lassen und dabei das unser politisches Ziel sein sollte und das Ziel sein sollte, wo wir hinkommen und das ist dich als Privileg, wenn wir alle hier sein dürfen und uns begegnen dürfen, dass wir rausgehen und den Mund aufmachen, wenn wir können. Und wenn wir hier sein dürfen in einem Land, wo ich Versammlungsfreiheit habe, wo ich
das Recht habe, mich zu äußern zu den Sachen, die ich sagen möchte. Und die Leute, die dieses Privileg haben, sollten es nutzen. Und da drin ist für mich, wenn ich von diesen künstlichen Staatsgrenzen spreche, dann ist das für mich das Privileg und das ist für mich mein deutscher Anteil da drin, den ich nutzen werde. Und ja, das war's. Da möchte ich dann zurückgehen an dich, Tülin, und diese Frage von ein Selbstbild und ein Fremdbild, also ein Selbstidentifizierung und was die anderen Menschen und diese Gesellschaft an uns zuschreiben. Das fand ich wirklich wichtig. Und du, Laia, diese Zielsetzung, was wir mit dieser Nationalzugehörigkeit als Werkzeug, wozu wir das nützen können, dass wir an unser Ziel kommen. Ja? Diese zwei Sachen möchte ich ein bisschen weiter reden. Gerne. Das ist ja auch ein Thema. Zum Teil können wir uns auch mittlerweile drüber amüsieren oder untereinander uns austauschen über neue Begriffe und Fremdzuschreibungen. Ich kann ja eher so die klassischen vielleicht aufzählen, dass je nachdem, wie wir dann aussehen, sofort mit einem ethnischen Hintergrund in Verbindung gebracht werden. Und selbstverständlich, dadurch, dass eine sehr große türkische Population in Deutschland lebt, gibt es als erste, ohne zu fragen vielleicht dann, dass die Leute türkisch reden oder dass du als Türkin wahrgenommen wirst, darin und gibt es aber auch manchmal Sachen wie, das soll dann positiv gemeint sein, wenn man dann als Spanierin irgendwie verstanden wird. Und wenn die Antwort dann eine andere ist, dann gibt es auch Enttäuschung. Aber es gibt einfach die Zuschreibungen, also sowas wie, du bist als Person irgendwo in dieser Gesellschaft und wirst in diese Schubladen selbstverständlich gesteckt. Und da ist mit der neuen Geschichte auf jeden Fall das Thema gläubig bzw. muslimisch sein sofort eine Schublade. Du wirst einfach so als Muslimin angenommen und alles andere ist dann erstmal, ah, interessant, echt, du glaubst nicht an Gott, wie denn? Also, das ist aber immer so kontextabhängig. Klar, als unterdrückte Frau, weiß ich nicht, vom Bruder geschlagen oder von irgendwie männlichen Familienmitgliedern unterdrückt, nicht emanzipiert, ist eher auch so eine Zuschreibung. Je nach Alter, also ich werde immer ein bisschen jünger geschätzt, als ich eigentlich bin. Und es gibt natürlich keine eher so eine Zumutung, dass Menschen in unserem Alter emanzipiert sind, mit unserem Aussehen, mit unseren Geschichten. Weil es gibt ja in der Annahme der Mehrheitsgesellschaft nur die eine Emanzipation. Und dann versuchen die Menschen dann Geschichten zu erzählen, von früher, von der feministischen Bewegung. Das ist schön, aber ich brauche keine Geschichten. Ich habe meine und ich kenne auch viele andere von vielen anderen Frauen. Grenze mich da auch immer solchen Belehrungen irgendwie schnell ab. Also ich bin auch in dem Sinne, wenn es um Diskussionen geht, auch sehr provokant und
gebe Dinge auch ein bisschen zugespitzt zurück. Wenn dann so die Frauen auf einmal gerettet werden sollen oder wenn ich dann so wahrgenommen werde. Da die Annahme zum Beispiel ist auch oft entweder keine oder geringe Deutschkenntnisse. Also ich weiß nicht, wie oft mir das passiert ist. Ich kann nicht zählen. Also dieses entweder langsame Sprechen, was ich nicht unbedingt schlimm finde, aber es ist eigentlich in den Momenten so eine Zuschreibung, weil du kannst ja auch direkt gefragt werden. Dann selbstverständlich wird zu dem Hintergrund, also oder den Hintergrund der Eltern, gibt es Zuschreibungen. In der gesellschaftlichen Hierarchie, also wenn wir jetzt sowas von, was ist dein Status, nicht nur vom Pass her, sondern einfach, bist du Arbeitgeberin, bist du irgendwo Angestellte, was machst du eigentlich? Da gibt es auf jeden Fall auch immer eher eine niedrige Einschätzung von der Person. Also ich rede von meinen eigenen Erfahrungen. Und diesen Zuschreibungen zu widersprechen, beziehungsweise die zu korrigieren, finde ich immer sehr mühselig und umsonst. Weil das bringt kein Mensch weiter und es ist ja nicht meine Aufgabe, die komplette Bundesrepublik hier irgendwie aufzuklären. Deswegen kann das nur in Form von Bündnissen sein, es können Demos sein, es können Bücher sein, es können akademische Arbeiten sein. Aber in einem Zeitalter, wo alles an Informationen zugänglich ist. Internet ist das Wichtigste, aber es gibt natürlich viele andere. Es ist auf jeden Fall eine große Arroganz von einzelnen Menschen, immer diese Aufgabe zu verlangen. Und ich bin da mittlerweile eher hart. Es ist nicht meine Aufgabe. Deutsch-Deutsche über die Migrationsgeschichte in Deutschland aufzuklären. Darüber können Sie sich selber informieren und entweder haben Sie ein Interesse dran oder nicht. Und wer kein Interesse dran hat, ist eh anders positioniert in der Gesellschaft und mit denen werden wir, denke ich, auch nicht zusammenkommen. Es gibt Menschen, die einfach verstehen wollen, also persönlich oder auch wenn es um Differenzen geht, also Menschen, die zwar wissen, es gibt eine türkische Migration, die inneren Verhältnisse kennen sie nicht und fragen dich und ich da erkläre, wie dort zum Beispiel ethnisch die Türkei aufgestellt ist, welche Sprachen da gesprochen werden, welche Religionen existieren. Das ist was anderes als diese selbstverständliche Erwartung. Wir sollen immer unsere Geschichten, unser Leben auftischen, damit eventuell einige Menschen etwas sensibler werden. Aber das ist unser Leben und das ist echt zu schade, unser Leben mit sowas zu verbringen. Ja, die Fremdwahrnehmung zu meiner Person oder die Markierungen, die ich oft erfahre, sind natürlich welche, wo es darum geht, wo kommst du eigentlich her, wo kommst du wirklich, wirklich, nein, sag mal, wo kommst du wirklich her? Oder die Frage, ob wir uns denn nicht alle kennen und auch die Frage, ob ich die Person bin, die einfach irgendwie von irgendwo herkommt und ach ja, das Land Afrika, Und also ich bin oft so die Projektionsfläche ihrer romantisierten, exotisierten Wahrnehmung von ihrem kolonialen, aus ihrer kolonialen Perspektive.
Und gleichzeitig frage ich mich aber, was heißt es denn? Wann bin ich angekommen in dieser weißen Mehrheitsgesellschaft, wenn es darum geht, okay, ich bin hier geboren, okay, ich bin hier sozialisiert, okay, ich bin hier zur Schule gegangen, spreche die Sprache, akzentfrei übrigens, okay, vielleicht noch mit einem Berliner Akzent. Die Frage von, was bedeutet es, hier eine Ausbildung gemacht zu haben, hier studiert zu haben und immer noch reicht das nicht, irgendwie aufgrund von Machtstrukturen, aufgrund von radikalen Strukturen womöglich kriminalisiert worden zu sein oder was auch immer. Also all das mache ich irgendwie richtig anscheinend oder nicht, oder das System, ich kann davon profitieren und gleichzeitig reicht es nicht aus, fremd bezeichnet zu werden. Und wenn ich meine mich selbst wahrzunehmen, bedeutet einfach, ich mache Kunst, ich bin Künstlerin, ich singe, ich schreibe, ich nutze diese Kunstform, um Realitäten aufzuzeigen, um politisch zu sein, um zu verbinden. Und ich bin gleichzeitig eine Person, die schwarz ist, eine schwarze Person of Color, die sozusagen Traumaerfahrungen hat, die behindert wird, also körperlich behindert wird, die aufgrund von dem Trauma, was ich erfahren habe, mich emotional neurodivers bewege. Ich bin eine Person, die erst einmal körper nonkonform ist in dieser dünnen Mehrheitsgesellschaft und trotzdem schön bin. Yeah! Ich habe das Privileg, akademisiert zu sein. Ich habe das Privileg, auch wenn ich dort sozusagen irgendwie in dieser Uni war, aber eigentlich sollte ich da doch eigentlich nicht sein. Und so richtig wollten sie mich mit meinen Punkten auch gar nicht da haben, aber ich war trotzdem da und habe mich in diesen, das sind die Definitionen. Und wo bewegen wir uns da, wo verbinden wir uns? Meine schwarzen Ahnen sind bei mir und diesen Teil meiner Identität und Wahrnehmung und die Geschichten, dass wir heute hier sitzen dürfen, so unterschiedlich wie wir sind. Und das sind Teile meiner Identität und davon zehre ich und davon lasse ich mich nicht ablenken, davon, dass sie mich markieren wollen und in irgendeine Ecke stellen wollen. Und das ist für mich nichts. Und ja, danke. Also hier möchte ich dann von dieser Definitionsmacht sprechen, nochmal, weil nach meiner Meinung ist das einfach strukturell, systemisch, ein 1000 Jahre lang Ausübung von einem Konstrukt. Der Konstrukt von eine einzelne Sein zu haben. Diese starre Trennlinien zwischen die Menschen, synthetische Grenzen in unsere Köpfe, es heißt, wir sind mit diesen Konstrukten manipuliert. In Deutschland, ich war letztens in der Jüdisches Museum, wo ich lesen könnte, dass jüdische Menschen seit 1000 Jahren in Deutschland sind. Die kämpfen immer noch für Zugehörigkeit. Es heißt, diese Konstrukte, die sind einfach gegen uns gerichtet, das ganze Zeit. Und ich denke, wir sollen die nicht ausüben, indem wir an eine Deutschsein festklammern.
Es heißt, als ich nach Deutschland kam, war ich schon ein Mensch, der die Recht hätte, überall zu gehen, wo ich wollte. Ich frage mich immer, warum Deutsch sein, Deutsch-Deutsch sein heißt, keine Migrantinnen zu sein. Es heißt, wir setzen einen Wert da. Es ist gut, irgendwo zu bleiben. Es ist nicht gut, irgendwo anderes zu migrieren. Wenn ich Macht habe, dann reise ich. Ja? Ich migriere nicht, ich reise. Es heißt, dann sollen wir alle reisen, wo wir wollen. Ja. Und dann möchte ich sagen, dass für mich, ich halte es für wichtig, dass wir neue Modelle von Bürgerschaft entwickeln. Die pluraler sind, die offener sind. Es heißt nicht, weil ich mich heute als Deutschsein identifiziere, dass ich morgen nicht zurück nach Kamerun gehe und mich als Kamerunerin identifiziere. Es heißt, wir haben diese Dualitäten immer. Es ist besser, europäisch zu sein, natürlich, als Afrikaner zu sein, Afrikanerinnen zu sein. Ja? Es heißt, in sich enthält sich dieser Dualismus, diese Trennung, Gewalt. Ganz oft, wenn Menschen deutsch sein wollen, es heißt, dass die sicher sein wollen. Die wollen Sicherheit. Und das ist ganz normal. Wir wollen alle einen Teil von Weltkuchen haben. Aber da möchte ich es deutlich machen, die Menschen, die nicht hier sind, 700 Millionen Menschen sind auf dem afrikanischen Kontinent. Es heißt nicht, dass diese Menschen, weil die marginalisiert sind von unserem Bild, nicht existieren. Und das möchte ich reinbringen in unser Gespräch, dass wir nicht nur nach Deutschland, Nation, Staat und die anderen Menschen, die außerhalb von diesem Konstrukt leben, vergessen. Die erfahren strukturelle Not, Gewalt und der Macht der deutsche Staat ist auf diese Menschen, gegen diese Menschen gerichtet. Es heißt, wenn ich Sicherheit in Kamerun hätte, wäre ich nicht hier. Ich bin hier, weil in 1980 der Weltbank eine finanzielle Krise in Afrika inszeniert hat. Und es geht weiter mit Arbeitslosigkeitsraten von 50%.
Es heißt, deutsch zu sein enthaltet in sich ganz viel Ressourcen zu haben. Und diese Menschen migrieren, weil die Zugang auf Ressourcen haben auch wollen. Also, von meiner Seite, das war's. Ich gucke auf die Uhr und übergebe ich das Wort jetzt, weil wir nicht so viel Zeit haben. An uns, oder? Ach so, super. An uns wieder, das ist gut. Ich glaube also, wir werden ja auch vielleicht ein paar Fragen annehmen. Es ist ein Never-Ending-Thema. Aber was darin schön ist, deutsch sein, nicht deutsch sein, als deutsch gelten oder nicht gelten, auch wenn wir nicht in der Macht sind, wir können ganz viel durcheinander bringen. Das ist unsere Macht, weil wenn es drauf ankommt, ich bin deutsch. Ich habe den deutschen Pass und ich bin hier geboren, wenn es denn passt oder nicht. Ich sehe so aus, wie ich aussehe. Und das ist alleine schon eine Provokation für viele. Das ist die Provokation und das ist diese bescheuerte Angst von diesen Menschen, die gerade das ganze Land tatsächlich in eine Welle schlagen, wo von links bis grün alle sich gerade positionieren, neu positionieren. Das ist eine andere Schande. Aber wir reden von anderen Verhältnissen. Die Mehrheit, ein Teil der Mehrheit mit dieser übertriebenen und mittlerweile legitimierten in den Medien und von verschiedenen Akteuren Angst und auf der anderen Seite wir alle. Und wir sind auch viele und wir sind überall. Und wir sind jeden Tag, so wie wir eigentlich damit beschäftigt werden und auch, wie ich vorhin gesagt habe, belästigt werden, sind wir auch eine Belästigung für viele im Alltag, die einen Rassismus dermaßen verinnerlicht haben, den kriegst du gar nicht mehr zurück, raus aus den Köpfen. Und das ist, finde ich, was uns auch bewusst sein soll, neben all dem Elend immer gefragt zu werden, wo kommst du her, wo kommst du eigentlich her, haben wir natürlich, so wie du, ich auch, die ich komme aus Nordrhein-Westfalen, Schlusspunkt aus, ob es dir passt oder nicht. Und das ist, womit wir, ich finde, auch sehr offen mit umgehen können oder auch Menschen in eine andere Welle vielleicht schlagen können, weil aus den Köpfen kriegen wir es nicht raus. Aber wir haben das Recht, wenig gestört und belästigt hier zu leben, wo wir hingehören gerade, auch wenn es eine Zeitfrage ist, auch wenn es für viele ein Zwang ist. Viele Menschen wollen nicht hier sein, müssen aber hier sein. Aber es gibt auch Menschen, so wie unsere Biografien, wir sind nun jetzt hier. Wir können auch woanders hin. Aber niemand wird sich das Recht nehmen können und dürfen, uns zu erklären, wo wir herkommen. Das bestimmen wir und das sagen wir. Ob sie damit einverstanden sind oder nicht, ist nicht unser Problem. Und ich finde, jetzt hat so eine Zeit angefangen, wieder mal, wo sehr viel Provokation vielleicht auch notwendig ist.
Ja, meine abschließenden Worte sind vielleicht sowas in diese Richtung, dass es heißt, nicht, dass es nicht heißen sollte Deutsch aber, sondern Deutsch und. Und dabei stellt sich für mich einfach die Frage, mein vermeintlicher Migrationshintergrund ist eigentlich mein Vordergrund. Und diesen Vordergrund möchte ich erheben und auf den möchte ich stolz sein und den möchte ich zeigen. Und ich wünsche mir dabei, dass wir eigentlich, dass unsere Existenz alleine ist schon Protest, dass wir essen, dass wir tanzen, dass wir lachen, dass wir Geschichten erzählen, dass wir deutsche weiße Allies suchen, also Leute, die mit uns verbündet sind, die mit uns irgendwie diesen ich möchte es nicht Kampf nennen, aber ich möchte es vielleicht Weg nennen, die den Weg mit uns beschreiten und dass wir eigentlich die Geschichten von denen hören sollten, die eigentlich zu selten erzählt wurden und dass wir vielleicht intersektionell, also dass wir so denken oder dass wir es möglich machen, intersektionell zu fühlen und so zu fühlen, dass mehrheitliche Ausgrenzungsgeschichten mehr Raum bekommen und dass wir einfach lachen. Und das finde ich, das ist schon Kampf genug für die ganzen Leute, die eigentlich gar nicht wollen, dass wir heute hier sind. Und das gilt es zu feiern und das finde ich gut. Yeah. Und jetzt an euch Fragen. Seide? Vielen herzlichen Dank für eure Beiträge. Ihr habt viele Aspekte genannt, warum es wichtig ist, Deutsch zu sein. Es ist ein politisches Statement, Deutsch zu sein für uns. Für ein Deutschland, das denkt, ist weiß, sei weiß. Das ist ein politisches Statement, deswegen ist mir sehr wichtig zu sagen, schwarze Deutsche. Oder auch von Rassismus betroffene deutsche Person bin ich. Das ist einerseits. Zweiterseits, ihr habt viele Aspekte erzählt. Als Deutsche haben wir hier Verantwortung für politische Situation in Deutschland. Ich kann nicht sagen, ich bin Iranerin, Ausländer, ich bin betroffen von Rassismus. Ich privilegiere von Krise, die in Afrika 1980 geschehen ist, indem ich gerade von finanziellem Wachstum von Deutschland privilegiert bin, verdiene ich. Und das dürfen wir nicht vergessen. Deutschsein für mich heißt, Verantwortung zu übernehmen vor Situationen, was das Deutschland gerade in der ganzen Welt und in Deutschland macht, dafür bin ich verantwortlich. Andererseits bin ich Iranerin und als Iranerin bin ich verantwortlich genau in zwei Seiten. Einerseits als Menschen, die dort diskriminiert erlebt haben und Grund von dieser Diskriminierung, diese Gewalt in Deutschland ist oder in Europa oder in Industrieländern, da meine Stimme erheben und sagen, wie du gerade gesagt hast, ihr habt mein Land, ihr habt unsere Wirtschaft niedergelegt. Ihr seid verantwortlich andererseits. Aber andererseits bin ich Iranerin und bin verantwortlich dafür, für viele Ungerechtigkeiten in meinem Namen im Iran und in anderen Ländern, die drumherum von Iran waren, wie Afghanistan, gemacht worden ist. Mit rauskommen aus dem Iran habe ich diese Verantwortung nicht abgegeben, weil von Privilegien davon immer noch lebe ich und genieße ich diese. Deswegen, ich finde wichtig, dass diese Kategorien einmal drauf spucken einerseits, andererseits aber Verantwortung übernehmen von Privilegien, die diese Kategorien uns gegeben oder Positionierungen uns gegeben haben. Deswegen ist mir wichtig, sowohl Deutschland als auch Iranerin zu sein. Ich weiß, dass es wenig Zeit ist. Wenn ihr Zeit habt, vielleicht können wir auch darüber erzählen oder ihr erzählen, was uns Personen, die hier Rassismus erleben,
was uns mehr verbinden könnte? Oder wie ist die Zusammenarbeit überhaupt? Wie ist die Verbundenheit da? Gibt es die Möglichkeit, und wenn ja, gibt es Gruben? Und wenn da gibt, was könnte das überwinden, dass wir zusammenkommen? Also, die Mikro? Ja. Merhaba. Ben Zeynep, Türkiye'den geliyorum. Hayır, şu şeyi takıyorlar ya. Türkiye'den henüz bir yıldır burada yaşıyorum. Sürgündeki politik nedenle sürgündeki Türkiye'li akademisyenlerden biriyim. Ben bu paneli çok merkezinde yer alan kimlik tartışmasını anlamakta ve takip etmekte çok zorlandım. Belki de Almanya'da yeni olduğum için. Neden Alman olmak diye ifade edilen bir kimlik üzerinden bu kadar merkezi bir tartışma yürüttüğümüzü çok anlayamadım. Çünkü ben Türkiye'den geliyorum ama kendimi Türk olarak tanımlamıyorum ki Türkiye'de doğdum, büyüdüm. Annem, babam Türkiye doğumlu. Ama ben kendimi Türk diye değil, Türkiye'li diye tanımlıyorum. Çünkü bu Türkiye'de çok büyük bir tartışma konusu zaten. Türk kimliğini ben reddediyorum. Çünkü Türk kimliği benim reddettiğim bir sürü korkunç içerikle dolu. Ben Türk değilim, Türkiye'liyim. Türkiye coğrafyasındaki bütün topluluklarla ortak bir şeyleri paylaşmak üzerinden Türkiye'liyim ve Orta Doğuluyum. Burada neden biz, mesela ben Alman değilim, Alman olmak da istemiyorum. Belki burada uzun kalmak istemiyorum ama kalırsam da en fazla Almanyalı olabilirim. Dolayısıyla Alman tanımını ne üzerinden, niye biz Alman olmak istiyoruz ya da görünmek istiyoruz. Onu ben anlayamadım. Belki yeni olduğum için olabilir. Kimliğin bu kadar merkezi olma şeyini çok iyi kavrayamadım ben. Danke sehr. Ria? Also ich habe euch sehr gut zugehört und ich habe ganz neue Ansätze des Denkens erfahren. Ich habe aber auch meine Schwierigkeiten damit. Ich habe auch ein bisschen Bauchschmerzen bekommen. Und zwar, für mich ist es, wie gesagt, ich lebe seit 70 Jahren hier in Deutschland, hier aufgewachsen, geboren natürlich, und kenne alle diese ganzen Ismen, die es in dem Leben gibt. Und ich habe zum Beispiel immer darunter, sage ich mal, mich hat es immer gestört, dass ich nirgends dazugehört habe. Und vor 32 Jahren, als unsere Bewegung anfing, war endlich ein Name da, Afrodeutsch. Das war etwas, damit konnte ich mich sofort identifizieren. Und dieser Name hat mir auch ganz, ganz, ganz viel Schwierigkeiten aus dem Leben geräumt. Ich musste mich nicht mehr erklären. Und das finde ich ganz wichtig, weil egal wo du warst, du hattest einfach keine Antwort darauf. Du konntest einfach, ich habe auch manchmal Geschichten erfunden, nur damit Ruhe war. Und jetzt konnte ich sagen, ich bin Afrodeutsch.
Es war so, dass ich dann allein das Gefühl zu sagen, ich bin Afrodeutsch, das war eine Identität. Sie war für mich auch international. Ich gehörte zu einer Gruppe von Menschen in der ganzen Welt. Und es war für mich so befreiend zu erfahren, wenn ich gefragt wurde, ich habe schon immer drauf gegiert dann, frag mich ruhig, ich habe dieses Wort ganz bewusst eingesetzt und habe dann richtig, ich habe ganz stolz gesagt, ich bin Afrodeutsch, je nachdem in welchem Kontext, auch schwarze Deutsche, gerade in meinem Beruf. Und ich habe die Gesichter gesehen und ich habe sie stehen lassen mit diesem Wort. Und das war meine Waffe. Und das war Widerstand. Das war, ich musste mich nicht mehr erklären. Und deshalb verstehe ich nicht so ganz, was du, Tülin, gesagt hast. Wir müssen neue Begriffe finden. Oder, nee, du hast es nicht Begriffe genannt. Du hast irgendwas mit Bürger gesagt, irgendwie, ne? Er hat gesagt, neue Bürgerschaft. Ja, genau. Da wollte ich wissen, was verstehst du darunter? Wie soll das aussehen? Und ich finde es auch schwierig, man kann darüber theoretisch reden, wie man sich bezeichnen soll oder wie man sich nicht bezeichnen soll. Im Alltag sieht es anders aus, weil du bist nicht immer gewappnet, jetzt da so einen, sag ich mal jetzt, theoretischen Begriff zu finden. Im Alltag wirst du jedes Mal von Neuem geschockt, wenn irgendwas in der Richtung hin auf dich zukommt. Und da bin ich eben so dankbar dafür, dass es eben jetzt gerade für mich diesen Begriff Afrodeutsch oder schwarze Deutsche gibt, weil es ist das, was ich bin. Und das ist, und da hast du recht, Hüllen, es ist wirklich so, wenn wir ihnen das zeigen, wir müssen uns nicht mehr erklären, in keiner Weise. Es ist deren Problem zu überlegen, warum nennt die sich so. Die sollen zu denken anfangen, was passiert ist, was auch immer ist. Ne? Und darüber, wie gesagt, also ich habe da, ich finde schon, dass ich mich gerne bezeichnen möchte. Ich möchte zu etwas, zu einer Gruppe gehören. Ich möchte, ja, zu Menschen gehören. Und apropos Verbündete, ist notwendiger denn je. Es ist allerhöchste Zeit, dass wir nicht mehr darüber nachdenken, wer ist mehr diskriminiert, wer hat mehr Probleme, weil die Zeiten sind nicht anders als früher. Früher war es subtiler, aber jetzt geht es ganz konkret an uns. Und noch ein letztes, einen deutschen Pass kann im Notfall so schnell entzogen werden. Das haben wir 33 erlebt und die Sintis und Romas können ein Lied davon singen. Wir haben genau 7 Minuten. Wenn wir die Fragen antworten sollen, dann müssen wir anfangen. Ist das kurz? Kann das kurz zusammengefasst werden? Super, dann. Danke, weil sonst kommen wir nicht auf die Antworten. Wenn wir über Identität sprechen, besonders über die Identität der Gruppe oder die Menge Menschen, die als Deutsche mit Migrationshintergrund hier sind und hier leben, wir müssen nicht vergessen, andere Seite auch sehen, die Deutsche, die nicht diese Erfahrung haben, wie die mit ihrer eigenen Identität rumgehen. Seit 6 Jahren lebe ich in Deutschland, arbeite ich hier in verschiedenen Arbeitsmarkts und auch an der Universität. Was ich beobachtet habe, dass die deutsche Gesellschaft, die nicht Fluchterfahrung oder Migrationserfahrung haben, sind selber sehr beschäftigt mit ihrer eigenen Identität. Das Problem ist, wenn wir hier sitzen als Migranten, nur über unsere Identität sprechen, als Deutsche, die schon zu dritte oder zweite Generation gehören oder die schon neuer sind und versuchen eigentlich von Papier Deutsche zu werden, können wir nicht nur hier sitzen und über unsere Identität sprechen, sondern sollen wir uns mit diesem Problem
und von anderer Seite auch beschäftigen. Das heißt, wir brauchen unbedingt einen Raum, um diesen Dialog zu haben miteinander, mit den Deutschen, die Bio-Deutsche sind und nicht diese Erfahrung haben, um eine gemeinsame Lösung oder gemeinsame Identität zu finden. Das finde ich sehr wichtig. Und weil diese Deutsche mit Migrationshintergrund ist nicht ein Begriff, der von Radikalen in dieser Gesellschaft durchgeführt haben oder formuliert wurde, sondern von den Leuten, die schon demokratisch hier eine Integration und Immigrationspolitik oder Einwanderungspolitik durchführen. Richtig oder falsch, da können wir darüber sprechen, aber wir müssen diese Zielgruppe zu erreichen irgendwie und diesen Dialog zu ermöglichen. Sonst verlieren wir. Danke sehr. Ich denke, wir sollen mit den Antworten anfangen, ja, weil eigentlich ist unser Panel schon zu Ende. Also, wir haben diese vier Fragen. Ich denke, dass diese Frage von Ria, Afrodeutsch, kann ich drauf antworten, die neue Formen von Bürgerschaft. Dann haben wir eine sehr wichtige Frage von Seide, diese Verbindungen und Solidarisierungsformen, Menschen, die Rassismus erfahren, finden können. Welche von euch hat Lust, darauf zu antworten? Ich habe Lust. Super, danke. Also als allererstes mal herzlichen Dank auch für die Impulse und auch für die Kritik, weil ich denke, wir dürfen und sollten auch unterschiedliche Meinungen haben und die sollten auch irgendwie gezeigt werden, denn in allererster Linie sind wir die Menschen, die alle gleich sind, weil wir einen Migrationshintergrund haben oder Vordergrund. Vordergrund, ne? Ja, so sage ich. Und dass wir sozusagen auch da unterschiedliche Diskussionen führen dürfen, auch untereinander und voneinander lernen können. Und ich bezeichne mich auch als Afrodeutsche und ich habe es heute nicht erwähnt, aber es ist für mich auch eine schöne Bezeichnung und eine sehr dankenswerte Bezeichnung, wie gesagt, vor 32 Jahren und vor vielen Jahren zuvor schwarze Schwestern mit Sternchen diesen Weg gegangen sind. Und dabei, dafür bin ich dankbar, für diesen Kampf. Und ich finde halt es genauso wichtig, dass wir über Identitäten reden. Hier in Deutschland ist keine Frage. Und ich dachte eigentlich, dass das Panel das sichtbar gemacht haben, dass Identitäten, dass wir hier eigentlich keine von uns sich da irgendwo genau festlegen will und gleichzeitig aber auch wieder doch festlegen kann. Und darin dürfen wir uns bewegen. Und das finde ich großartig. Und der letzte Punkt, den ich da drin habe, als es darum ging, dass es so ein Battle von Unterdrückungen gibt, ich finde das eigentlich nicht, weil ich denke, dass die Leute, die am meisten Unterdrückung erfahren, auch die Leute sein sollten, die Definitionsmacht da drin haben und dass wir denen zuhören, die irgendwie in dieser Gesellschaft irgendwie schauen müssen, dass wir an die denken. Und das ist für mich eine Frage von, wer hat welches Privileg, wer hat welche Ressourcen. Und dadurch ist es mir einfach wichtig zu sagen, okay, es gibt Leute unter uns in Bezug auf Klasse und Alter und Race und Gender und all die anderen Unterdrückungsformen, die mitgedacht werden wollen und sollten. Und deswegen mein Plädoyer, hey, gut, dass wir unterschiedliche Meinungen haben, gut, dass wir miteinander lernen können und dass Identitäten hier so diskutiert werden dürfen. Danke. Ich mache im Schnelldurchlauf mal so, versuche Antworten zu geben oder was zusammenzufassen. Also ich finde es großartig und die Selbstbezeichnung von Afrodeutsch oder Schwarze Deutsche, also Respekt. Wir aus dem Raum Middle East haben keine solche Bezeichnung. Die Geschichten sind sehr unterschiedlich. Was du sagst, ist ganz wichtig. Und wenn jemand sagt,
ich bin schwarze Deutsche, es ist auch für viele eine Provokation oder eine Auseinandersetzung, die koloniale, postkoloniale Geschichte. Aber wir, also wenn ich sage wir, hier sind noch einige, wir sind die Kanakenkinder. So. Und wir haben eine ganz andere Geschichte, nicht um abzuheben oder zu differenzieren, aber wie wir darin überhaupt für uns weiterkommen politisch, ist noch eine Auseinandersetzung. Und da könnte ich nochmal auf die Frage zurückgehen mit dem aus der Türkei. Selbstverständlich, wir sind auch aus der Türkei und nicht Türken. Und die Auseinandersetzung hier ist keine von wir wollen deutsch sein, sondern es ist tatsächlich auch eine interne vielleicht, ich denke, das hat vielleicht mit Zeit zu tun, aber es hat auch mit dem Blick zu tun, dass jetzt mit der Welle aus der Türkei wir hier auch in Schubladen gesteckt werden. Und den Begriff Türkiyeli aus der Türkei haben auch Menschen hier schon sehr lange verwendet. Wir sind nicht die klassischen nationalistischen Almancıs, sondern wir sind Weltbürgerinnen, wir sind einfach, was wir sind und freuen uns, dass jetzt so viele noch dazukommen. Wir können sehr viele Geschichten erzählen und ich glaube, die werden die neu zugezogenen auch bereichern und bewegen. Was wir nicht brauchen, ist ein gegenseitiges Belehren von Begriffen oder von Verständnis. Und keiner von uns hier hat eine große Bemühung von ich will deutsch sein und deutsch sein ist so wichtig. Aber wir müssen uns gerade gesellschaftlich positionieren. Und es gibt viele Momente im Alltag, wo ich schreien muss, ich bin deutsch, ob es dir passt oder nicht. Und das ist keine ethnische Zugehörigkeit, das ist kein Nationalismus, sondern es ist gerade eine richtig provokante Haltung, um Verhältnisse durcheinander zu bringen. Und ich finde, jetzt in dieser Zeit sollten wir uns mehr zuhören und nicht reindringen und Dinge vielleicht kurz analysieren und vorgeben. Was ich verstehe mit der Frage von Seide, neue Bündnisse, wie können Rassismuserfahrungen zum Beispiel verbinden? Da können auch Personen, die gerade aus der Türkei oder aus dem Mittleren Osten migrieren, auch ein Lied singen und andocken. Aber nicht in dem, was wir seit unserer Geburt oder auch unsere Eltern erlebt haben, einfach oberflächlich durcheinander bringen. Weil dafür haben wir auch viel gelitten. Also dann gehe ich auch schnell durch. Diese Frage, warum Identität überhaupt wichtig ist, denke ich, es muss nicht wichtig sein. Es ist manche Menschen wichtig und andere Menschen nicht. Ja, das ist kein Muss. Wir haben darüber geredet, weil das in diesem Kontext passend war. Über Afrodeutsch und neue Formen von Bürgerschaft wollte ich persönlich dazu sagen, dass wir mit jeder Generation neu uns auseinandersetzen müssen mit diesen Wörtern, die wir nutzen. Ich finde das eine sehr schöne Identitätsform. Ich feiere das. Ich fühle mich als Mensch aus Afrika nicht davon angesprochen. Sehr oft, wenn ich mit anderen Menschen, die als Afrodeutsch identifiziere, diese Menschen sehen mich nicht als Teil dieser Gemeinschaft. Und da denke ich, ist in jeder Generation was auszuhandeln, wem diese Wörter ansprechen. Und das ist wirklich aus mich liebevoll und mit ganz viel Nachdenken gesagt. Einfach basiert auf Erfahrungen, die ich jeden Tag mache. Und dann diese gemeinsame Identität auszuhandeln mit die Deutsch-Deutsche, die, da sage ich, sind wir 500 Jahre lang dabei, das zu machen und machen wir weiter. Das ist eine sehr gute Aufgabe, wir nehmen es an.
Und letzte, diese Frage von Verbindungen und Solidarisierung. Ich denke, es ist Zeit, dass wir in alle unsere Communities eine offene, liebevolle Auseinandersetzung durchführen, was in unsere Communities für Diskriminierung aller Arten jeden Tag passiert. Ich denke, wir müssen und sollen ein bisschen unsere eigene Hausaufgabe machen, dass wir sehen, dass intersektionell ganz viele Ausschlüsse sind in unsere Communities. Auf dieser Basis von transparente, liebevolle, offene Auseinandersetzung können wir reale Bündnisse schaffen. Aber solange wir, ich denke auch, gewaltvolle Konflikte und Diskriminierung ausüben aufeinander, Menschen, die queer sind, Menschen, die anders als uns ausschauen. Es heißt, wir haben alle die gleiche Information als die Mehrheitsgesellschaft. Dann sollen wir in unsere Communities gucken, diese Trans-Community-Arbeit machen und ehrlich sein, mit was wir immer noch zu tun haben. Da möchte ich jetzt schon drauf antworten. Es geht darum, dass wir diesen Begriff Afrodeutsch genommen haben, oder er kam ja eigentlich, also Audre Lorde hat uns genannt, weiß ich das Wort nicht, aber ist egal. Bindestrichmenschen, genau, Bindestrichmenschen, konnte ich mich auch damit identifizieren. Aber dieses Wort Afrodeutsch ist entstanden, weil es erstmal von den Afrodeutschen, die halt hier waren, auch die Bewegung angestoßen worden ist. Wir haben, und ich erinnere mich noch sehr gut, eine meiner ersten Konferenzen, die ich mitgemacht habe, habe ich gesagt, wie gesagt, Fettnäpfchen gibt es überall, ich tappe überall rein, was habe ich mit Afrika zu tun? Ich habe es sehr schnell gelernt. Und alle anderen auch. Wir haben diskutiert, wir haben uns wirklich auch Mühe gegeben und haben dann erkannt und haben uns dann eben schwarze Menschen in Deutschland genannt, ganz bewusst und vor allem auch mit der ganzen Überzeugung. Das wollte ich sagen. Und ich danke dich dafür, dass ihr das gemacht habt. Ich fand das einfach toll. Danke sehr. Also, wir sind durch. Wir müssen jetzt weg, weil... Wir sind auch müde. Danke sehr.